herzlich willkommen zu Let's Play Spellforce Shadow of the Phoenix Co-op. Ja, wir machen weiter. Ich habe jetzt auch ein neues Mikrofon. Das heißt, man hört mich jetzt etwas lauter, ohne dass ich da besonders angestrengt reden muss. Ja, darüber freut sich auch der Eckhart. Ja, hallo. So. Wir gehen natürlich wieder auf freier Spielmodus. Dann nehmen wir natürlich unseren General Cross. Gehen auf LAN. Was ja im Prinzip kein direktes LAN ist, sondern nur Hamachi LAN. Aber das ist uns ja einerlei. So. Bei mir hat gerade noch Dragon Age 2, die erste Folge, gerendert. Das ist ja mein neues Let's Play. Und ja, das wird wahrscheinlich auch wieder ein sehr langes Projekt, da das Spiel sehr groß ist. Wir hatten beim letzten Mal die Co-op 07 RPG Map. Das heißt, wir nehmen dieses Mal Co-op 08. Jetzt ist nur die Frage... Hinweis, Levelbereich 10. Bist du schon Level 10? Eckhart? Ja. Bist du Level 10? Hallo? Tja, so kommt das halt mit den technischen Schwierigkeiten. Zumindest nehme ich mal an, dass das technische Schwierigkeiten sind. Oder? So. Bist du jetzt wieder da? Ja, ich bin da. Gut. Also, ist dein Charakter denn schon Level 10? Mein Charakter ist, und zwar ist mein Charakter... Warte mal kurz. Ah, hier. Mein Charakter ist Stufe 10, ja. Okay, gut. Weil meiner ist erst Level 9, aber ich glaube, der war kurz vor Level 10. Also, was meinst du? Nehmen wir Dark oder Light? Ich würde Light nehmen. Weil ich habe letztens erst den Holzfäller gekauft und den wollte ich heute mal ausprobieren. Du meinst den Förster? Den Förster, ja genau. Ich wollte das immer verwurschteln. Wir nehmen natürlich wieder die normale Gegneranzahl. Genau. So, bitte warten. Bitte warten. Tudum, tudum, tudum. Tudum. So. Ja, wer nimmt denn was? Ich würde Elfen nehmen. Ja, stimmt. Ist ja verständlich. Gut, dann nehme ich Zwerge. Mhm. Oder nehme ich Menschen? Schwierig. Ich glaube, ich nehme Menschen. Ich kann ja da noch Zwerge hinzunehmen, aber ich glaube, ich nehme für den Anfang erstmal Menschen. Gut. Dann würde ich sagen, wir können das Spiel starten, oder? Ja. Ich habe sogar noch die Nachricht gesehen. Wenn ihr gesehen habt, was das hier für eine Nachricht war, die er geschrieben hat, das verrätst du jetzt bitte nicht, dann schreib das doch in die Kommentare. Ja. Weil ich habe es leider nicht gesehen. Ich könnte mir jetzt zwar dann die Oh, das ist ja alles sehr nah beieinander. Was denn jetzt? Jetzt. Hallo? Bist du schon da? Ja, ich bin schon da. Du bist schon da. Aber wir tun jetzt noch... Interessant. Seltsame Sichtweise, finde ich irgendwie gerade. So, erkunden wir erstmal wieder ein kleines bisschen. Ja, zuerst mal rechts, ne? Ja. Da, wo du ja auch schon hinrennst. So, Eigentlich gut, dass wir so nah aneinander liegen. Da kann ich nämlich meine Fürster, kannst du mit meiner Fürster, meine Fürster nutzen. Ja, das ist schön. Gut. Ist hier, ich habe irgendwie das Gefühl, nein, hier ist noch kein Lager. Aber da sind Aschskelett-Berserker und eine Truhe. Die könnte man ja vielleicht schon mal nutzen. Mhm. Warte, ich schick mal einen Feuerball auf die. Auf den einen Berserker. Und am besten gleich noch ein Feuerschlag. Und Befehl, warte. Angriff, 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 Angriff.
Zack, zack. Ja, die machen wir doch fertig. Die sind nur Stufe 6 und wir. Ey, greifst du auch mal an? Geht's noch? Oh. Ich will die Kiste aufmachen. Ja, man sieht schon, ich bin auch fast Stufe 10. Es dauert nicht mehr lang. Oh, was haben wir denn hier drin? Eine Obsidianmaske, der Erzmagier, ein Nebelquarz und Zauber-Mana-Raub. Oh. Aber Mana-Raub ist Mentalmagie, das kann keiner von uns beiden nutzen. Und da unten. Nein, da unten ist auch wieder nur eine Kiste, bewacht von Untoten. Das wahrscheinlich rundherum so. Ja, gehen wir da erstmal nach oben, wenn das rundrum so ist. Wissen wir das ja. Ja. Dann können wir gucken, ob hier oben vielleicht schon die ersten Feinde auf uns warten. Und hier ist man. Ja, hier hinten. Hier hinten sieht man schon Aschskelett, also Untote. Und hier, hier scheinen auch schon welche zu sein. Fleischjäger, Stufe 10. Das ist. Da muss man schon etwas vorsichtiger sein. Ich würde sagen, hier diese Fleischjäger, die vernichten wir jetzt schon, weil gegen Stufe 10er können wir, glaube ich, auf Dauer nicht so viel machen. Nein, das wäre jetzt sehr gut. So. Ich guck da weil auch gleich nochmal, ob wir denn schon die besten Runen. Ja, Arbeiterrunen haben wir jetzt das Beste, was wir zurzeit kriegen können. Okay, ich gehe mal auf den einen Fleischjäger schon mal mit einem Feuerball. Na toll, und den hat den natürlich abgeprallt. Machst du Schlachtruf? Kann ich gerade nehmen. Na toll. Ganz toll. Und ich kann gerade auch nicht Berserk. Die machen wir trotzdem platt. Jetzt kann ich Berserk. Jetzt zack. Oh, jetzt konntest du auch Schlachtruf einsetzen. Bam, bam. Oh, trifft der Die mal? machen mich kalt. Wie, die machen dich kalt? Geh Alter. weg. Meiner macht die jetzt kalt. Man hat gerade gar nichts getroffen. Oh, ja, die sind manchmal relativ schwer zu treffen, das ist wahr. So, wir machen hier mal dieses Lager platt. Die Gebäude gehen aber ganz schön schnell futsch, ja? Ja, sind Untotengebäude. Ich glaube, das ist so. Gut, machen wir noch. Wenn die Gebäude so schnell futsch gehen, dann machen wir mal die Gebäude platt, nicht dass noch mehr spawnen. No? So, ich überlege gerade, ob ich die Map irgendwie kenne. Weil die Maps, die sind ja immer so aus der Kampagne. Und da überlege ich gerade. Aber mir will nicht einfallen, woher ich die kennen sollte. Falls ihr wisst, ich habe ja auch schon gemerkt, so auch durch Nachrichten, die an mich gegangen waren, dass Leute hier auch Spellforce spielen. Wenn ihr wisst, von welcher Kampagnen-Map das hier ist, dann schreibt es doch bitte auch in die Kommentare. So, wo bist du hier? Wo läufst du hin? Ich Was wollte meinst? eigentlich jetzt nach unten, aber wo bist denn du jetzt gerade? Wo hast du erstmal wohin zu rennen? Ja, also ich würde sagen, wieder zurück in die Mitte. Erstmal noch diese Untoten hier killen. Dann vielleicht noch Genau. ein bisschen in den Westen und in den Norden. Und. Genau, in den Westen und in den Norden. Und dann sollten wir vielleicht anfangen, Lager zu bauen. Der Gegner landet gar kein Treffer. Ah, jetzt. Oh, da ist ja noch eins, da ist ja noch eins. Hey, hier ist noch ein Skelett, helf mir mal. Ich krieg das zwar auch alleine tot, aber mit dir zusammen geht's schneller. Oh, was ist denn in der Ein Kiste drin? iriert ihren Brustpanzer, Zauberwolf beschwören Stufe 6 und Windstahl Zweihänder. Zauberwolf beschwören könntet ihr eventuell nutzen. Leichte Kriegskunst 5 oder schwere Kriegskunst 4? 60. Oh. Oh, und sobald wir Stufe 10 sind, können wir auch wieder leichte Kriegskunst erhöhen. Ist ja gleich passend. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir hier unten noch so finden.
Und dann können wir unser Lager bauen. Da kann ich dann am besten auch gleich noch Zwerge nehmen und mit den Zwergen ein bisschen was aufbauen. Und wir können uns auf jeden Fall mit unseren Türmen gegenseitig ein wenig unterstützen. Ja. Aber, na wo, es gibt hier. Kommt man hier einfach so runter? Nein. Doch. Doch, aber na, okay, nur an bestimmten Stellen. Nur an diesen helleren Stellen. Ja. Nee, eher an diesen. Ist egal. Ist ja, ist egal. So. Schauen wir mal. Wo sind die? Gucken wir noch mal kurz hier hoch. Auf jeden Fall werden wir von allen Seiten angegriffen. Das heißt, wir müssen um uns herum einen gewaltigen Turmwall ziehen. Und das wird ja bestimmt gar nicht rohstoffaufwendig. Nee, na okay, gehen wir wieder runter. Hier oben sieht man nicht viel. Hier hinten sind Skelettstufe 8. Ja, ich sehe es. Ach, die können wir auch auf uns zukommen lassen. Wir kriegen das schon hin und wenn nicht, dann doof. Dann ist es irgendwie doof. Aber man sollte vielleicht zuversichtlich sein. So, wo ist denn unser Held da? So, zoomen wir mal so aus der Third-Person-Perspektive. Du leckst. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Kann man hier hochlaufen? Ja. Ganz Was schön liegt? steiler Hang, ne? Ja, zum Ho habe ich auch gerade gedacht. Zum Hochlaufen vielleicht ein bisschen steil. Da hinten ist noch ein Spawner. Und wo noch? Und ansonsten sehe ich ja gar nichts weiter. Da vorne ist der Mittelpunkt, da ist Stein, Aria, noch mehr Aria, noch mehr Stein. Und irgendwo hier müssten ja dann auch mal wieder noch Feinde sein. Sind sie aber anscheinend nicht. Naja, laufen wir hier einfach nur ein bisschen rum. Ah, da hat man sogar schon. Was ist denn jetzt? Ja, kleiner Bug mit meiner Tastatur. Okay. Aber wie schaut's denn hier aus? Da kommen wir hier. Findet man vielleicht hier oben noch etwas? Ja, da oben ist direkt ein Lager. Ich lauf mal. Ich probiere mich mal langsam anzunähern. Und irgendwie hier von der Seite dann mal so drauf zu gucken. Oh, was sind das? Axtwirbler Stufe 6. Interessant. Und da hinten ist auch noch was. Okay. Na, laufen wir wieder runter. Wir müssen ja nicht so viele Lager auslöschen. Auch wenn es Nee. vielleicht hilfreich wäre. Aber ich glaube, da sind noch ziemlich viele Viecher drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Warte, es sind. Nö, es geht, es sind vierer. 4. Okay. Hier noch irgendwo Viecher? Büffel. Da ist ein Büffel. Oh, ich glaube, wir sind jetzt einmal rum, oder? Eine Truhe, eine Truhe. Eine Truhe, ich habe eine Truhe übersehen. Wir haben die Truhe nicht aufgemacht. Ja, haben wir die Annie? Die haben war bei der Bombe noch gar nicht. Wo? Nach rechts. Oh. Ja, ich hab nur den Büffel gesehen. Ja, gleich mal ein Zauber drauf. Zack. Und jetzt Angriff. Zack, jetzt können wir live sehen, wie unser Typ dir fertig macht. Zack und Boom. Och Mann. Eine große Kriegsklaue. Oh, die könnte dir dann vielleicht helfen, oder? Ist doch schwere Kriegskunst. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder in die Mitte. Ja, genau. Wir gehen jetzt wieder in die Mitte.
Und aktivieren dann die Monumente. Oh, oder wir schauen vorher noch ganz kurz bei dem Händler vorbei. Könnte ja vielleicht auch Das helfen. können wir auch nebenbei machen. Ja, stimmt. Stimmt. Wir haben jetzt schon genügend Zeit vertrödelt damit. Okay, die wichtigen, So. ganzen richtigen Rohstoffe sind hier. Da ist Lenya, da ist Stein, Eisen, Holz. Lenya, Mondsilber, Eisen, Holz. Stein, Holz. Ja, Holz ist hier überall. Ist schon klar. Holz, Eisen, Aria. Okay, hier ist So, auf jeden Fall. wann aktivieren wir? Aktivieren wir gemeinsam? Ja, ich würde schon sagen, dass wir es relativ gleichzeitig aktivieren. Ich sehe, aktivier du, ich sehe ja, wenn dein Monument aufleuchtet. Tada! So, zack. Und Weltmeister klicken. Klick, 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 klick.